Mein Lehrer, der Professor Mehring, der war ja fast 30 Jahre Konzertmeister, erster Konzertmeister. Er kam hier ans Orchester, ich fing an der Hochschule an zu studieren. Und da saugt man, sag ich mal, da saugt man den Klang ein. Nicht in Form von Klang, sondern von der Ansprache. Ich würde sagen, für einen Streicher ist die Tongebung das, was es am meisten ausmacht. Wie sie artikulieren, wie es losgeht. Ein Kater würde sagen, wir schneiden ab und dann, und so geht natürlich kein Klang los. Nee, aber das kriegt man, ja, das ist im Unterricht. Das war damals zu meiner Zeit an der Hochschule, wurden 90% der Studenten hatten bei Orchestermusikern ihren Unterricht. Und da gibt sich, also da gibt es Automatismen, die weitergegeben werden, fanden wir eigentlich ideal.